Hallo, ich erkläre euch heute, wie man den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen kann. Zunächst einmal hat eine Gerade die Formel g ist gleich m mal x plus b, wobei x die Variable ist, m die Steigung der Geraden angibt und b aussagt, wo die Gerade die y-Achse schneidet. Zur zeichnerischen Berechnung müsst ihr beide Geraden in ein Koordinatensystem eintragen und den Schnittpunkt S ablesen. Da aber Ungenauigkeiten beim Zeichnen auftreten können oder man den Schnittpunkt nicht immer genau bestimmen kann, berechnet man den Schnittpunkt meist rechnerisch. Zunächst einmal müsst ihr dazu die beiden Geradengleichungen gegenüberstellen und nach x auflösen. Den berechneten x-Wert setzt ihr dann einfach in eine der beiden Gleichungen a und berechnet somit y. Zum Schluss notiert er dann noch mal den Schnittpunkt S mit den Koordinaten x und y. Nun zeige ich euch das nochmal an einem Beispiel. Für y1 ist die Formel minus 1/2x plus 3 gegeben und für y2 gleich 6/5x minus 5,5. Zeichnerisch müsste das in etwa so aussehen. Die y1-Gerade, die y2-Gerade und der Schnittpunkt S mit den Koordinaten ungefähr 5 und ungefähr 0,5. Rechnerisch stellt ihr, wie zuvor gesagt, y1 und y2 gegenüber, so dass lautet minus 1/2x plus 3 ist gleich 6/5x minus 5,5. Nach x umgestellt bekommt man den Wert 5 raus. Diesen x-Wert setzt man nun in eine der Gleichungen, in diesem Beispiel habe ich die erste Gleichung genommen, und bekommt für die y-Koordinate 0,5 raus. Somit lautet der Schnittpunkt S mit der Koordinaten 5 und 0,5 raus. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.